Auch in diesem Jahr heißt es für die Tuning-Fans wieder auf zum Wörthersee. Zum 31. Mal treffen sich hier die GTIs aus aller Welt. Längst ist das bunte Ereignis auch für VW als Hersteller interessant geworden. Ja, es ist ein Riesen-Event, an dem wir uns auch beteiligen, wo wir im Prinzip alles so rund um den GTI auch unseren Fans zeigen. Ich glaube, die danken sie uns auch. Wichtig ist natürlich, dass wir den Charakter dieser Veranstaltung schon halt auf dem Fan-Niveau lassen wollen. Dieses Mal gibt es etwas Besonderes. VW-Auszubildende präsentieren ihren eigens designten GTI. Aber auch außergewöhnliche Gefährte gab es hier zu bestaunen. Neben Volkswagen sind auch andere Hersteller vertreten, wie zum Beispiel Audi. Und wenn man hier so die letzten Tage, einige Leute von uns waren ja hier, Revue passiert, das sind fast 50% Audianer hier, die mit ihrem A3, mit dem A4 oder ich sag mal mit dem TT hierher kommen und einfach zeigen, was sie mit ihrem Autos machen. Das sind Liebhaber. Audi stellt hier sein neues E-Bike vor. Das BMX-Rad lässt sich auch durch schweres Gelände bewegen. Eine Besonderheit ist die Sperrfunktion, die sich über das iPhone aktivieren lässt. Auch der Sattel kann vollautomatisch verstellt werden. Auf dem sogenannten Gummiplatz können die GTI-Fans ihre Reifen ordentlich aufheizen, zum Qualmen bringen. Nebenan bei Skoda wird es nass und dreckig. Wer mutig genug ist, bekommt eine Schlammdusche von einem SUV verpasst. Weniger Mutige können sich beim Bodypainting eine neue Lackierung verpassen lassen. Auch Seat präsentiert hier am Wörthersee seine sportlichen Modelle mit viel Tamtam. Der ehemalige Formel-1-Pilot James Alyeswari betätigt sich als DJ. Es ist mein erstes Mal hier. Es ist erstaunlich. Ich war sehr beeindruckt, alle Autos und das Tuning der Autos zu sehen. Die Veranstaltung, die Menschen, das Wetter, all das macht das Event fantastisch. Auch nach mehr als 3 Jahrzehnten hat das GTI-Treffen am Wörthersee von seiner Anziehungskraft nichts verloren.